Ja Leute, in diesem Video seht ihr das Benchmark-Video zu der Novo Yoga Tablet 2 in der 8 Zoll Variante. Viel Spaß! Dann geht's los jetzt mit dem Benchmark-Video hier und jetzt fangen wir euch sagen direkt mal an mit dem AnTuTu Benchmark. Und jetzt fangen wir direkt mal an und ich würde sagen, wir lassen natürlich mal die Zeit ein bisschen vorspulen und ja, ich spüre euch jetzt das Video vor, damit ihr nicht die ganze Zeit antun müsst. Also viel Spaß und Vorspulen. Was sehen wir gerade, der Test ist fertig und wir sehen, wo das Yoga Tablet sich eingegliedert hat, und zwar hier bei zwischen dem HTC One und dem LG G3. Und ja, ganz oben sieht man hier, also es ist schon ziemlich weit unten eigentlich. Aber ja, wir wollen natürlich mal gucken, was denn so für Details hat, und zwar die Details sind: wir haben die Punktewerte von 35.151. Und ja, könnt ihr euch jetzt anschauen, Performance können wir auch nochmal gucken, aber es ist also nicht so viel verändert. Und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich an mit dem nächsten Benchmark, und zwar ist das der Geekbench 3 Benchmark, und ich würde sagen, den lassen wir jetzt gleich mal durchlaufen. Maybe I'm painting blue, what I'm about to do. So, wie ihr seht, ist der Geekbench 3 Benchmark jetzt durchgelaufen. Wir haben einen Single-Core-Score von 765 und einen Multi-Core-Score von 2451. Vielleicht können sich ja die meisten von euch daraus was denken. Ich wollte mal einmal davon sagen, genau heute kommt das Update von Android 5.0 für dieses Ding hier, für das Lenovo Yoga hier raus. Also sieht man auch direkt hier, das ist alles hier Android 5.0, wie man hier sieht. Das kommt direkt heute raus, also das will ich nur so sagen. Aber ja, ihr seht, vielleicht können sich ja manche daran auch noch was denken, ich weiß noch nicht, vielleicht kann man hier noch mal irgendwo nachgucken, wo ist so eingliedert, aber sieht nicht so aus, nee. Aber egal, wir machen jetzt direkt weiter mit dem 3D-Mark, auch das wird der letzte sein, und zwar werden wir den jetzt mal hier durchlaufen lassen. Also jetzt können wir hier mal nachgucken, was denn so das Score ist, und wir sehen, es sind 15.972. Kann man ja auch mal sehen, wir können nochmal durchschauen jetzt hier, wie denn so sich alles verhalten hat, und ja,
Das war jedenfalls der 3D-Mark. Und das macht gleichzeitig ein Benchmark-Video. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ihr könnt auch direkt nochmal sehen, hier Android 5.0 kommt genau heute das Update raus, wie vorhin schon erwähnt. Das ist immer diese billige iOS-Nachmache von vorher, als ich sonst immer drauf war. Jetzt ist man wirklich, wie man hier sieht, also genau, Android 5.0 ist auch drauf jetzt. Finde ich richtig geil, das ist kein normales, nicht dieses komische Android, was sonst immer drauf war, diese komische UI von Lenovo, das normale Stock-Android finde ich viel, viel cooler. Aber ja Leute, das soll es auch für diesen Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch was zu diesem Ding sehen wollt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao. Thank you.